Audio Now. Essen wie Stromberg. Die Homeoffice Edition. Gesund soll das Essen sein, gut schmecken soll es und die Zubereitung soll nicht lange dauern. Wie das funktioniert, das erfahrt ihr von Holger Stromberg. Ja, hallo Annette, hallo ihr da draußen. Mein Name ist Annette Ewen. Im Moment, muss ich ehrlich sagen, mache ich mir immer so einen Essensplan und gehe wirklich mit dem Einkaufszettel los, wie meine Mutter das auch macht. Ich komme mir mal ganz erwachsen vor, wenn ich das mache. Ja, sonst kaufe ich eher von Mahlzeit zu Mahlzeit. Und dieses Vorkaufen, Holger, das hat aber oft zur Folge, dass ich zu viel einkaufe. Und bei Gemüse ärgert mich das total, weil das sich ja nicht so gut hält, ne? Ja, aber jetzt muss ich dir erstmal Kompliment aussprechen und natürlich deiner Mama auch. Oh. Mein Herz lacht, denn man muss und sollte unbedingt sich einen Einkaufszettel machen und auch einen Einkaufsplan. Deswegen bin ich da ganz stolz auf dich. Das kann ich eben nur empfehlen. Unbedingt einen Einkaufszettel machen, vorher eine Planung machen. Aber klar, dann am Ende des Tages lässt man sich doch inspirieren, hat vielleicht ein bisschen mehr Gemüse gekauft. Oder alleine, wenn du jetzt überlegst, du kaufst einen Wirsing und bist vielleicht ein Single- oder ein Double-Haushalt, was machst du jetzt mit dem Rest? Viele beziehen ja auch so Gemüsekisten. Ja, da ist dann schon mal die eine noch gar nicht aufgebraucht und die andere steht schon quasi vor der Tür. Aber da reden wir heute drüber, über die Gemüsereste und was wir damit zaubern können. Genau, aber du bist ja gar nicht so großer Fan von dem Wort Reste, ne? Ja, ich finde, es beschreibt es natürlich, aber uns fehlt ein neues Wort dafür. Denn das sind ja, Rest hört sich so negativ beladen und ich brauche was ganz Positives. Also, in der Gastronomie, in der Küche hat man immer gesagt, wir kochen heute rum fort. Ja, was rumfährt, muss fort. Das war aber auch so negativ, ist aber gar nicht. Denn auch oft eben aus Überbleibseln, und das finde ich viel charmanter, aber es ist auch mir noch nicht gut genug, da entstehen doch die besten Gerichte. Das stimmt. Da sind wir nämlich auch schon beim Thema. Wir reden, hast du ja schon angesprochen, über das, was vom Gemüse übrig bleibt nach einem Gericht. Vielleicht können wir es so formulieren. Stichwort Karotten habe ich fast immer da, weil es die auch eigentlich das ganze Jahr über gibt. Ich mache die meistens mit ein bisschen Butter und Salz und Zucker im Topf, aber da geht doch bestimmt noch mehr, oder? Das hast du auch von der Mutti gelernt. Ja, habe ich wirklich. So hat's meine Oma schon gemacht und wahrscheinlich ihre Oma auch. Das schmeckt auch wahnsinnig gut, aber man kann natürlich viel, viel mehr machen. Klar, Karottensaft kannst du machen, aber ofengegarte Karotten, das ist ein Favorite von mir. Daraus wiederum, wenn du dann eben die ofengegarten Karotten gemacht hast, kannst du, wenn die ausgekühlt sind, wiederum Karottenhumus machen und vieles, vieles mehr. Außerdem bilden Karotten ja immer eine tolle Grundlage, auch in Fonds, Suppen, Soßen, Salaten. Deswegen, sie halten lange. Also warum nicht? Ja, ich sage immer wieder nur, kauf dein Gemüse, geh nach Hause, schrubb alles ordentlich ab, schäl alles und dann ran ans Schnippeln. Und wenn das dann alles schön geschnippelt ist, schon in den Gläsern und schon vorgeschält und klein geschnitten und so weiter, und du machst deinen Kühlschrank auf und dann lacht dich da so ein riesen Gemüsewarenkorb an, dann isst du es auch endlich. Und dazu möchte ich die Menschen begeistern. Das sieht dann auch so appetitlich aus, ne, finde ich. Ja, das sieht super appetitlich aus und du wirst wirklich zum besseren Koch. Also du wirst einfach kreativer werden. Du musst ja nur noch zugreifen. Das ist ja quasi, ja, das ist ja wie auf einem Markt, auf so einem Lebensmittelmarkt, den man geht, da lässt man sich auch inspirieren. Jetzt machst du deinen Kühlschrank auf und siehst dann nicht so, oh, jetzt muss ich auch noch schälen und schnippeln und schneiden. Und es ist schon fertig. Und dann kannst du dich gleich mit der ganzen Liebe, ja, und deiner ganzen Persönlichkeit sozusagen dem Kochen widmen und hast viel mehr Zeit für das Abschmecken, für das Benutzen von Gewürzen, du bist viel stressbefreiter und experimentierst mehr. Also das finde ich, also ich kann es jedem nur ans Herz legen. Meal Prep. Das heißt, du bereitest immer sehr, sehr viel vor. Dazu kommen wir in einer der nächsten Folgen auch nochmal. Lass uns erstmal über Folgendes reden. Strombergs Geheimtipp. Für das schwierige Wort wieder, Gemüse, Reste. Was empfiehlst du denn da? Was empfiehlst du, wenn ich eine Karotte, also von allem ein bisschen noch im Kühlschrank habe? Also ich liebe ja Wurzel-Ofengemüse oder als generell Ofengemüse. Das heißt also alles, was du roh hast, schneidest du in grobe Stücke. Ich sage jetzt mal so
zwischen Mandel und Walnuss große Stücke. Und das, da gibst du einfach eine Prise Salz drauf und ein paar Tropfen Öl. Dann mengst du das durch, lässt es sogar in der Küche vielleicht noch mal 20 Minuten stehen. Also du hast da gar keinen Stress, gar keine Eile. Und steckst du das in den Ofen bei 180 Grad. Und dann ist das in 25 bis 35 Minuten ein absoluter Hochgenuss. Es schmeckt so fantastisch. Warum? Weil das Wasser aus den Gemüsen herausgegart wurde, weil es leichte Röstaromen bekommen hat. Und wenn du es dann frisch aus dem Ofen mit frisch gehackter oder geschnittener Blattpetersilie mit ein bisschen geriebenem Parmesan vermengst, dann ist das ein Gedicht. Da brauchst du gar nichts anderes dazu. Kannst du noch ein Spiegelei drauf machen, wenn du willst, aber musst du gar nicht. Es schmeckt wirklich gigantisch. Und vor allen Dingen, alles, was überbleibt, kannst du dann wieder in den Linsensalat geben, den wir ja schon hatten, oder eben dir so ein schönes Gemüsehummus machen. Also du nimmst einfach dieses kalte, den kalten Rest vom Rest, den Überbleibsel vom Rest und den mixst du einfach zum Beispiel, indem du ein paar Cashewkerne dazu gibst und einen Schuss Wasser oder ein bisschen Pflanzenmilch oder normale Milch oder eingeweichte, über Nacht eingeweichte Mandeln. Und dann gibst du das in den Mixer mit einer Prise Salz, vielleicht ein bisschen Curry oder Miso-Paste, Gewürze, Kräuter, einen Schuss aromatisches Öl, zum Beispiel Kernöl, Sesamöl geröstetes. Und dann wird daraus ein Aufstrich, Dip, Topping, das du so vielseitig verwenden kannst. Du kannst es ja aufs Brot schmieren, du kannst es oben auf deine fertige Speisen geben, du kannst deine Gemüsesticks da reinstecken oder einfach so Grissini. Fantastisch, kann ich nur empfehlen. Mit diesem Ofengemüse hast du auch jemanden bekehrt, ne, der eigentlich überhaupt gar nicht gerne Gemüse isst. Ne? Die Geschichte musst du doch erzählen. Ja, also in den 10 Jahren bei der Nationalmannschaft war es natürlich auch am Anfang sehr, sehr schwierig, den natürlich so jungen Kerlen Gemüse nahezubringen. Und das geht eben nur, indem man richtig Geschmack da reinbringt. Also und das, dieses Wurzelgemüse ist eins. Oder wenn ich es roh geschnitten habe, dann habe ich das mit so einer süß-sauren Marinade verfeinert. Also ich nenne die immer Stromberg Spezialmarinade. Also ich nehme Agavendicksaft oder einen Honig und da schütte ich Essig rein und das vermenge ich dann. Salz, ein bisschen Peperoni, Ingwer, Chili und das wird dann einfach verrührt und damit mache ich dann das Gemüse an. Und mit diesen zwei Dingen konnte ich sogar Mesut Özil zu Gemüseesser machen und das war tatsächlich der letzte auf meiner Liste. Also heutzutage essen die natürlich alle viel Gemüse und wissen, dass Gemüse absolut das Größte sein sollte, sozusagen, was auf dem Speiseplan enthalten ist und von der Menge her auch das meiste. Und sie wissen eben, dass es eben auch schmeckt, wenn man es richtig zubereitet. Und das wollen wir in den folgenden Sendungen auch euch da draußen auch vermitteln. Das heißt, du hast Mesut Özil dazu bekommen, Gemüse zu essen. Das ja, ist doch mal eine Leistung. Nicht nur ihn, aber auf jeden Fall viele andere auch. Und dein Bruder auch, ne? Der mochte das ja auch nicht. Der hat einmal auf seinen kleinen Bruder gehört, ne? Ja, der hat mir letztens sogar noch ein Foto geschickt. Das werde ich dann auch mal auf Instagram posten. Und da war ich ganz stolz, weil natürlich ist es die eigene Familie sozusagen zu Besseressern zu machen. Das ist die größte Herausforderung. Gerade wenn es ein älterer Bruder ist, ja, bis der dann mal auf so einen auf einen hört, das ist dann schwierig. Aber er hatte auch Raubbau betrieben und jetzt geht es ihm schon wesentlich besser. Und er weiß, wie viel Macht und wie viel positive Macht in einer gesunden Ernährung steckt. Und es freut mich dann, wenn er mir solche Bilder schickt. Da bin ich richtig, richtig stolz auf den großen Bruder. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Wir haben gelernt, Gemüse, da kommt es wieder das Wort, Reste sind am leckersten, wenn man sie als Ofengemüse macht. Holger, das Rezept stellst du dann wie immer auf deinen Instagram-Account auch, ne? Jawohl. Morgen hören wir uns hoffentlich wieder bei Essen wie Stromberg, die Homeoffice Edition. Bis dahin könnt ihr auch nochmal auf chefkoch.de gehen. Da findet ihr auch noch mehr leckere Gemüserezepte. Ja, und bei der nächsten, da reden wir über etwas, das für viele eine absolute Herausforderung bedeutet, nämlich Kochen mit Kindern im Homeoffice. Also bis morgen und keine Angst vor Chaos. Bis morgen.